Was du über den Sommer wissen musst. Bei uns ist es im Sommer warm, im Winter dafür meistens kalt. Das Klima wird durch den Wechsel der Jahreszeiten bestimmt. Aber wie entstehen Winter, Frühling, Sommer und Herbst? Deutschland sowie der Rest Europas liegen in der gemäßigten Klimazone. Das bedeutet, dass die Temperaturen hier das ganze Jahr über schwanken. Es ist aber nie extrem heiß wie in einer Wüste oder extrem kalt wie am Nordpol. Wie kommt das? Unsere Erde bewegt sich auf einer eierförmigen Bahn um die Sonne. Dafür braucht sie ein Jahr. Dabei dreht sie sich um sich selbst, also um ihre eigene Achse. Das ist eine gedachte Linie vom Nord- zum Südpol. Die Achse ist aber etwas gekippt. Deshalb bekommt eine Erdhalbkugel im Laufe des Jahres mal weniger und mal mehr Sonne ab. So entstehen die Jahreszeiten. Ist die Nordhalbkugel da, wo Deutschland liegt, der Sonne zugewandt, ist bei uns Sommer. Es bleibt länger hell und wird warm. Bekommt aber die Südhalbkugel mehr Sonne ab, dann ist bei uns Winter. Die Tage sind kürzer und es wird kalt. Die Klimazone um die beiden Pole heißt Polarzone. Direkt an den Polen scheint im Winter die Sonne 6 Monate lang überhaupt nicht und es ist immer dunkel. Im Sommer dagegen geht sie 6 Monate gar nicht unter. Aber weil sie nie sehr hoch an den Himmel klettert, herrschen immer eisige Temperaturen. Die Regionen um den Äquator nennt man Tropen. Hier scheint die Sonne das ganze Jahr fast senkrecht auf die Erde. Deswegen ist es immer sehr warm und Tag und Nacht sind das ganze Jahr fast gleich lang. Dadurch gibt es hier allerdings überhaupt keine Jahreszeiten. Kälte kann auch richtig lecker sein. Speiseeis gehört wohl zu den beliebtesten Süßigkeiten. Im Jahr isst jeder Deutsche etwa 120 Kugeln. Schon vor tausenden Jahren soll es in China Speiseeis gegeben haben. Man mischte Fruchtsaft mit Schnee oder Natureis. Der weltreisende Marco Polo brachte diese Idee aus China mit nach Italien. Deshalb gibt es heute in Italien das wahrscheinlich beste Eis der Welt. Aber dieses frühe Eis hatte kaum etwas mit dem heutigen zu tun. Es bestand eben vor allem aus Wasser, gemischt mit Früchten, Zimt oder Honig. Um cremiges Eis zu machen, brauchte es noch eine Erfindung. Die Eismaschine. Denn bei der Eisherstellung gibt es ein Geheimnis. Die Zutaten für ein typisches Eis sind Zucker, Milch, Sahne, Salz und Eier für Sahneeis und Zucker und Wasser für Fruchteis. Für den Geschmack werden frische Früchte und Zutaten oder auch künstliche Geschmacksstoffe benutzt. Das Ganze wird zusammengerührt und kurz auf 85 Grad erhitzt. So wird verhindert, dass gefährliche Keime ins Eis geraten. Und jetzt kommt das Geheimnis. Langsam runterkühlen und immer rühren, rühren, rühren. Dadurch wird verhindert, dass sich große Eiskristalle bilden und das Eis bleibt schön cremig. Wenn ihr es dann kauft, ist eine Eiskugel etwa minus 12 Grad kalt. Und das sind die beliebtesten Eissorten bei uns. Auf Platz 3 Erdbeere. Auf Platz 2 Vanille. Und unangefochten auf Platz 1 Schokolade. Guten Appetit. Sie sind die Attraktion in jedem Wasserpark, die riesigen Wasserrutschen. Ob mit oder ohne Gummireifen. Ein paar Sachen sind garantiert. Nervenkitzel, Spaß und noch mehr Spaß. Aber wie rutscht man am schnellsten? Hier unser Geheimtipp. Badehose oder Badeanzug bremsen. Drückt deshalb Po und Rücken ein wenig in die Höhe und macht den Körper steif wie ein Brett. So werdet ihr zum lebenden Formel-1-Wagen in der Rutsche und saust wie ein Pfeil nach unten. Wellen können auf mehrere Arten entstehen, meistens durch Wind. Der schubst die kleinen Wasserteilchen an der Oberfläche an. Diese Moleküle stoßen aneinander und geben die Bewegung immer weiter, wie beim Domino. So entsteht eine Welle. Einmal entstanden, können Wellen tausende Kilometer zurücklegen, bis sie einen Strand erreichen. Im flachen Wasser werden die Teilchen am Boden abgebremst. Der hintere, obere Wellenteil ist aber noch schnell und drückt nach.
Die Welle türmt sich auf, bis sie schließlich bricht. Das Entscheidende, die Welle kann durch einen ganzen Ozean wandern. Die Moleküle bleiben aber fast auf der Stelle. Jeden Morgen geht sie auf, die Sonne. Sie ist die größte natürliche Lichtquelle und Mittelpunkt unseres Sonnensystems. Alle Planeten dieses Sonnensystems drehen sich um sie. Die Erde braucht für eine Umrundung der Sonne ein Jahr. Könnte jemand die Sonne ausschalten, würden wir das erst ca. 8 Minuten später bemerken. So lange dauert es, bis uns ihr Licht hier auf der Erde erreicht. Allerdings lässt sich die Sonne nicht ausschalten, sie leuchtet von alleine. Anders als die Erde ist die Sonne kein fester Körper, sondern ein Ball aus Gas. Hauptsächlich besteht sie aus den Gasen Helium und Wasserstoff. Im Inneren der Sonne, dem Sonnenkern, ist es ca. 15 Millionen Grad heiß. Ununterbrochen finden hier kleine und große Explosionen statt. Zum Glück, denn diese Explosionen nehmen wir als Licht und Wärme auf der Erde wahr. Und letztendlich sind Licht und Wärme nichts anderes als Energie. Und diese Energie nutzen wir auf verschiedene Arten. Vielleicht habt ihr schon mal diese großen Felder gesehen. Das sind Solaranlagen. Die bläulichen Rechtecke sind Solarpanels. Strahlt die Sonne darauf, wird mit Hilfe von Geräten Strom erzeugt. Ganz umweltfreundlich. Aus Licht. So riesig unsere Sonne auch ist, im Weltall gibt es noch viel größere. Fast alle Sterne, die wir am Nachthimmel sehen, sind Sonnen, die sehr, sehr weit weg liegen. Und trotzdem sehen wir ihr Licht. So weit reichen die Lichtstrahlen. Beim Stichwort Organ denkt ihr vielleicht erstmal an Magen oder Darm. Das größte Organ des Menschen ist aber die Haut. Bei einem Erwachsenen wiegt sie etwa 10 Kilogramm. Die Haut schützt den Körper. Nicht nur vor Dreck, sondern auch vor zu viel Hitze. Wenn euch heiß ist, etwa an einem Sommertag oder bei Anstrengung, dann schwitzt ihr. Warum eigentlich? Der Schweiß verdunstet und Verdunstung entzieht dem Körper Wärme. Das Schwitzen ist wie eine eingebaute Klimaanlage. Mit der Haut spüren wir, wie sich etwas anfühlt. Besonders gut ist unser Tastsinn in den Fingern. Ungefähr so sieht es aus, wenn man in die Haut hineinschaut. In den Fingerspitzen sitzen besonders viele Nervenenden und Sinneszellen. Damit fühlt ihr heiß, kalt, spitz, aber auch weich und flauschig. Dank dem feinen Gefühl in unseren Fingern können wir mit den Händen so viele unterschiedliche Dinge machen. An den meisten Stellen ist unsere Haut aber nicht so empfindlich. Deshalb spüren wir eine Mücke meistens erst viel zu spät. Praktischerweise wächst unsere Haut mit uns mit, auch wenn wir mal dick sind und wieder schlank werden. Beim Älterwerden wird die Haut immer faltiger. Wie schnell das geht, das liegt allerdings auch an euch. Drei einfache Dinge halten die Haut jung. Nummer 1, viel trinken. Nummer 2, kriegt keinen Sonnenbrand und benutzt immer Sonnencreme. Und besonders wichtig, Nummer 3, fangt nicht an zu rauchen. Das lässt nicht nur die Haut schneller altern, sondern ist auch sonst ziemlich ungesund. Heute möchte ich mal wieder eine eurer Fragen beantworten. Erik fragt, Wusel, warum hast du Angst vor Katzen? Lächerlich, ich hab doch keine Angst vor Katzen. Als ob ich Angst vor Katzen hätte. Was ist das überhaupt für eine Frage? Wie kommst du denn auf Katzen? Ist hier irgendwo eine Katze? Ich meine, es muss doch einen Grund geben, warum du ausgerechnet nach Katzen fragst. Katzen! Das macht mich jetzt noch ein bisschen nervös. Ich glaube, ich muss mal weg. Ihr könnt euch ja so lange noch ein paar Videos angucken. Ah, eine Katze! Ach nee, das ist der Buzzer.